wie ihr sehen könnt, ich sehe eine Achterbahn. Wir sind in Milantis angekommen, sind gerade auf dem Parkplatz geparkt, packen jetzt unseren Rucksack und dann geht's rein. Ich bin hyped, ich freue mich. Oh. So, wir sind jetzt drinnen. Ich habe heute mich extra entschieden, Kontaktlinsen reinzumachen, damit ich auf den Achterbahnen nicht immer meine Brille absetzen muss, weil dann habe ich einfach zu viel Angst, dass die verloren geht. Wir sind jetzt drin und wir haben uns natürlich jetzt entschieden, als erstes Huracan zu fahren. Ich freue mich auch. Wir sind durch mit der Fahrt. Es ist wie immer eine 10 von 10. Wirklich, Huracan hat mein Herz als Kind schon geil gewesen. Ist immer noch geil. Sieht man den Drop? Es ist so geil. Es ist so gut. Wir gehen jetzt in meinen Lieblingsbereich ins Land der Grafen. I love it. I love it. Ich kann mich dann einfach so richtig fühlen wie in meinem historischen Roman. It's Fangirl. Ich lieb's einfach. Ich lieb's. Ich fühle mich wie auf einer Burg. I'm a princess. Oh, ich habe mir kurz Kapuze aufgesetzt, weil es echt windig ist. Sarah und ihre Mom stellen sich gerade die Pyramide an. Ich habe gepasst, bin ich nass werden heute. Aber yes, ich warte jetzt hier für erste Reihe und warte, bis wir runterkommen. Für den besten Shot. Ich schwöre aber, die nächste fahre ich wieder mit. Ich glaube wirklich, dass Halloween so die geilste Zeit ist für so Freizeitparks, weil es immer so süß dekoriert ist. Ich heule diese ganzen Kürbisse überall und Spinnenweben und Skelette. Ach, I just love it. I love it so much. Schaut euch einfach diesen süßen Kürbis an. Und die sind überall. Wir haben uns jetzt kurz mal hingesetzt und gucken, was es zu essen gibt. Weil ein bisschen Hunger haben wir es jetzt schon. Schon kurz vor zwei, deswegen werden wir jetzt erstmal was essen und dann weiterfahren. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu diesem neuen Labyrinth, das die jetzt neu aufgebaut haben. Sarah hat Schiss. Ich hab so Angst. Obwohl es kein großes Labyrinth ist, es ist auf sechs, aber Sarah ist trotzdem scared. Ich hab so Angst, ich will das nicht machen. Ich will das nicht. Wir werden sehen. Nein. Nee, gerade nicht. Wir sind kurz mal safe. Oh. Wir sind gerade Huracan gefahren und wurden dabei gefilmt und... Das habt ihr ja wahrscheinlich gerade schon gesehen. Nein, das will ich jetzt einblenden. Ach so. Das wird jetzt angeblendet. Viel Spaß. Ja.
mich noch nie gesehen, wie ich aussehe. True, jetzt sehen wir mal, wie wir dabei aussehen. Ja, stimmt. Oh Gott. Scheiße, Alter. Weiß ich nicht, ne, eigentlich nee. Nicht. Sieht's jetzt? Ja, doch, nochmal. Achso, Entschuldigung. Einfach winken. Okay, oh Gott. Oh Gott. Ich hab Hamburg. Jetzt. Let's go. Jetzt erstmal auf den Liegen. Sarah. Mutti. Hoch meine Finger. Erstmal kurz chillen. Die Tour, diese Hurrikan-Tour hat gerade irgendwie, die hat anders gehittet. Jetzt erstmal kurz Powernap. Wir haben uns jetzt ausgeruht und Sarah überredet, in dieses große Labyrinth ab 16 zu gehen. Ich glaube, Sarah stirbt innerlich. Ja, ich will das wieder nicht. Leute, helft mir. Ich werde zu Dingen gezwungen, die ich nicht machen möchte. Wir stehen jetzt davor. Wir melden hoch. Wir melden uns, wenn wir wieder draußen sind. Ja, wenn wir rauskommen. Ein Ding hat mich gekillt, der Rest war okay. Das Ding ist, es war gut, weil es noch. Weil es war noch hell. Ich glaube, im Dunkeln ist es echt gruselig. Aber da ich das noch hell war, war okay. War gut. Ich übernehme jetzt den Vlog. Mama, lach mal ein bisschen. Ist das okay, dass du Vlog? Ist gut, dass du im Vlog ja, bist. Ja, das ist okay. Wir machen. Oh, das Boot steht. Das Boot ist stehen geblieben. Nein, weil die Leute einsteigen. Ach so. Wir machen gerade die entspannte Bootstour. Ja. Ist süß. Ja. Die Sonne geht langsam unter. Und wir können ja kurz mal. Oh, hier sieht man gar nichts. Lass dein Handy noch fallen. Schön. Voll hübsch. Ja, ist hübsch. Sehr neu. Den Abend, den Tag ausklingen lassen. Aber wir fahren trotzdem noch was. Ja, wir machen dann auch weiter Power. Im Dunkeln fahren. Das ist gut. Ich schwöre, letztes Jahr schon dieses Karussell und das da, die beiden, nachts, wenn es leuchtet, so schön. Ich sterbe. Ich fühle mich wie in so einem historischen Horrorfilm, bloß ohne den Horror. Es ist so schön. Die Kürbislaternen. So süß. Richtig magical. Ich könnte jetzt hier, ich spiele jetzt kurz Musik ein. So pretty. I can't. Es ist jetzt schon fast 19 Uhr und ich glaube 19:30 sind immer so die letzten Fahrten. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zum Hurrikan und mal gucken, ob danach noch Zeit ist. Ach, schwöre, nachts beste Zeit, aber dann ist auch gleich Feierabend. Also wenn ihr zu der Halloween Season ins Belantus geht, bleibt wirklich, bis es dämmert und ein bisschen dunkler wird. Ist einfach tausendmal geiler. Es ist so geil, wenn alles so beleuchtet ist. Planänderung, wir gehen nicht zu Hurrikan. Dann sind wir halt genug gefahren. Wir gehen jetzt nochmal zur Schiffschaukel. Und dann nochmal zu diesem Fassding, was sich dreht. Und dann war es das schon mit Achterbahn, die wir heute fahren, können wir dann langsam Feierabend ist. Und der Wasserfall ist gerade sehr laut. Das war unser Tag im Belantus. Bevor ich es vergesse, nochmal ein riesen, 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 riesen
Riesen Dankeschön an Belantis, dass ihr uns wieder eingeladen habt. Aber auch wenn Belantis uns eingeladen hat, das ganze Video meiner Meinung ist meine Meinung. Ich liebe Halloween Belantis. Oho, das ist so pretty. Allgemein Belantis, mein kleiner Kindheitspark, immer als Kinder gewesen mit der Family, deswegen special place in my heart. Ich fand's super schön. Ich liebe diese ganzen kleinen Halloween-Dekos, vor allem wenn es dunkel wird. So schön beleuchtet, I love it. Huracan als Achterbahn einfach so geil und auch die anderen Achterbahnen richtig, richtig gut. Pyramide bin ich ja dieses Mal nicht mitgefahren, weil es mir ein bisschen zu kalt war und zu windig und ich nicht nass werden wollte. Aber auch sonst Pyramide, so eine gute Achterbahn. Ich will gar nicht lange drum herum reden. Das war's mit dem Video, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es wird safe bald ein neuer Vlog kommen.